Moin, ich möchte euch an einem VW Charan 7N zeigen, wie man einen Ölwechsel durchführt. Und zwar ist der Service jetzt fällig, alle 30.000 in meinem Intervall. Das Ganze kann natürlich auch umkodiert werden auf alle 15.000, aber ja, VW erlaubt die 30.000 und in meinem Fall habe ich auch die 30.000 im Intervall. Und der Service ist jetzt fällig, das heißt der Ölfilter und das ganze Öl, das muss einmal neu und das zeige ich euch hier. Ja, bevor wir überhaupt damit beginnen, wichtig, dass der Motor ja ungefähr betriebswarm ist, muss nicht unbedingt 90 sein, aber 70, 75 irgendwo in die Richtung. Damit das Öl besser abläuft und mehr von dem Altöl herausläuft. So, als erstes die Motorabdeckung dann einmal nach oben hin entnehmen. Und dann sitzt hier unten drunter mein Ölfilter. Damit das ganze Öl besser abläuft, komplett also vom Ölfilter jetzt runter und auch aus der Ölwanne später, öffne ich hier meinen Öleinfüllstutzen. So kann er von hier oben Luft ziehen und dementsprechend besser ablaufen. Jetzt als allererstes hier die 30er Torx-Schraube lösen, dass dieser Sensor komplett entnommen werden kann mit der Halterung. So kann das Ganze hier einfach komplett zur Seite gestülpt werden. So, das reicht auch schon. Und jetzt komme ich hier an meinen Ölfilter. Dazu verwende ich eine Verlängerung mit einer 32er Sechskantnuss und kann dementsprechend meinen Filter hier lösen. Um den Filter gleich herauszuheben, empfehle ich immer schon einen Putzlappen zur Hand zu nehmen, denn das Ganze läuft ja immer unschön hier runter. Oh, der ist einmal komplett lose. Jetzt den Putzlappen hier direkt zur Hand. Ansonsten, wenn ihr den raushebt und keinen Putzlappen zur Hand habt, dann tropft euch das Ganze hier ja die Einheiten voll und das wäre auch nicht so schön. So, und da ist das gute Stück. So, den alten Ölfilter entweder von Hand einfach rausziehen oder man geht hier mit dem Schraubendreher zwischen und hebelt den nach unten hinweg. So, und die obere Dichtung muss auf jeden Fall hier neu. Die einfach nur einmal so herunterhebeln. Wer möchte, kann das Ganze hier sauber putzen, muss aber nicht. Und da kommt der neue Dichtring wieder zum Einsatz. Wichtig, der muss hier oben in die Position. Und dann kann man den hier einmal mit dem Altöl so ein bisschen einreiben, dass der nicht beim Anziehen irgendwie reißt. Und jetzt kommt der neue Ölfilter wieder zum Einsatz. Hier bei dem Ölfilter sehen wir hier oben einmal oben oder top. Das heißt, das muss nach oben Richtung Himmel zeigen. So sitzt der Filter, also kommt das Ganze nach oben von der Schrift. Er wird hier nur eingeklemmt und jetzt kann er so wieder zurück positioniert werden. So, der Ölfilter wird mit 25 Newtonmeter angezogen. Wer kein Drehmoment zur Hand hat, Hand fest. Und ganz wichtig, das Ganze erst von Hand eindrehen, denn die setzt man ganz gerne mal schräg an und dann das Ganze schief angezogen und dann ist das auch natürlich undicht. So, der ist soweit drin. Jetzt einmal anziehen. Das war's. Wie gesagt, 25 Newtonmeter, aber ich habe das schon sehr oft gemacht, dass ich das mit dem Drehmoment angezogen habe. Und ja, das, was ich von Hand angezogen habe, das ist schon irgendwo im Handgelenk drin, dass man die 25 Newtonmeter auch so von Hand schon festzieht. Deswegen lasse ich das Ganze so und nur noch die 30er Torx wieder zurück und dann kann das Öl von unten abgelassen werden. Als nächstes haben wir hier an der Unterbodenpappe drei 45er Torx Schrauben hinten und hier rundum 25er Torx, hier eine und hier wieder von der Seite. Die löse ich jetzt alle. Kann das Ganze nach unten hin weggezogen werden. So, hier habe ich jetzt die Ölwanne und das ist die Ölablassschraube, eine 19er Sechskantnuss. Kannst du hier aufsetzen und lösen.
mein Auffanggefäß drunter und dann kann die einfach herausgeschraubt werden. Die Ölablassschraube muss in dem Fall ersetzt werden, denn der Dichtring, der da drauf ist, der ist einzeln nicht mehr zu ersetzen. Da muss immer die Schraube komplett ersetzt werden und deswegen lasse ich die Schraube auch einfach in den Eimer fallen. So, nachdem das Öl soweit abgelaufen ist, die neue Schraube mit dem neuen Dichtring wieder einsetzen. Dann mache ich das Ganze hier noch einmal ordentlich sauber. Und auch diese Schraube, die wird in dem Fall mit 25 Newtonmeter angezogen oder handfest. Ganz wichtig, reißt die hier nicht, wer weiß wie fest an, denn das Ganze reißt hier gerne raus vom Gewinde her, das ist eine Aluwanne, deswegen handfest oder 25 Newtonmeter. Das war's. Jetzt kommt mein Unterbodenschutz wieder drunter. Als nächstes meine Unterbodenverkleidung hier vorne wieder einhängen und dann alle Schrauben wieder zurück. Ich beginne mit den 3,45er Torx-Schrauben hier hinten. Dann hält das Ganze schon mal und dann setze ich die anderen 25er Torx-Schrauben an. Die 45er Torx-Schrauben auch alle handfest, sodass das Ganze sich nicht löst. War es das auch schon. Jetzt kann das Öl aufgefüllt werden. So, beim Öl auffüllen, wichtig, dass das Fahrzeug jetzt eben steht. Also schön gerade. Und in meinem Fall wird das 5W30 Öl verwendet. Und ich habe knapp 4 Liter Altöl runterbekommen von dem Motor hier. Ich meine, dass er irgendwie 4,3 Liter kriegt, aber ich taste mich hier jetzt ran und schreibe euch das dann nachher ins Video rein. Dann das Ganze verschließen, den Motor einmal laufen lassen. Nachdem der Motor gelaufen ist, das Ganze über den Ölpeilstab, der hier sitzt, einmal kontrollieren, dass es ja auf der richtigen Position ist und nur noch die Serviceanzeige zurücksetzen. Das zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt 4,3 Liter aufgefüllt. Hab den Motor schon laufen lassen und ich zeige euch das Ganze nochmal am Ölpeilstab. Der sitzt jetzt hier, knapp unter der Max-Markierung, optimal vom Zustand her. So kann das Ganze jetzt bleiben. So, um meinen Service oder den Ölservice, beides identisch, einmal zurücksetzen zu können, starte ich die Zündung. Dann switche ich einmal hier am Lenkrad. Nach rechts weiter, geht auch nach links rum, zu den Fahrzeugeinstellungen. So, jetzt. Das ist mein Fahrzeugstatus. Ich habe den Ölservice soeben durchgeführt, das heißt weiter. Hier unter den Einstellungen gehe ich ganz nach unten und habe da den Punkt Service. Dann einmal auf OK. Dann gehe ich hier auf Reset, wieder OK. So, Service wirklich zurücksetzen. Auf OK, Service wird zurückgesetzt. Jetzt kann ich nochmal auf Info gehen und sehe, der Service wurde ja für 15.000 oder 372 Tage zurückgesetzt. Das heißt, über dieses Menü kann ich das Ganze nur 15.000 Kilometer zurücksetzen, nicht 30.000. Wenn ich das Ganze wirklich 30.000 zurückgesetzt haben möchte, muss das leider über einen Tester geschehen. Aber so habt ihr auf jeden Fall 15.000 zurückgesetzt. Entweder ihr setzt das Ganze nach 15.000 einfach nochmal zurück, denn 30.000 ist ja erlaubt. Oder ihr macht den Wechsel ja nach 15.000 einmal erneut. Ja, das war's. Ja, wenn dieses Video euch eine Hilfe gewesen ist, dann freut es mich. Ich würde mich über ein Abo freuen. Ansonsten viel Spaß, frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal. Ciao.